Sehr verehrte Anwesende, ich habe die Aufgabe, Ihnen die Grüße der Mitglieder und Sympathisanten des Fallschirmjäger Traditionsverbandes Ost e.V. anlässlich des 50. Jahrestages der Namensgebung Volksmarine zu überbringen. Ich selbst bin Oberst AD Hubert Bardella und war von 1962 bis 1966 Kommandeur der Fallschirmjäger der NVA. Wir, die Mitglieder und Sympathisanten des Fallschirmjäger Traditionsverbandes Ost e.V., übermitteln euch den hier Anwesenden und all denen, die ehrenvoll ihren Dienst in der Volksmarine geleistet haben und der Marine heute noch verbunden sind, die herzlichen Grüße zu eurem Ehrentag, den 50. Jahrestag der Namensgebung Volksmarine, und wünschen insbesondere der heutigen Tagung viel Erfolg sowie für die zukünftigen Aufgaben im Traditionsverband der NVA e.V. ein besonderes Engagement bei der uns verbindenden Sache der Wahrung unserer Tradition. Thomas Morus, ein englischer Politiker und Autor, prägte lange her, 1478 bis 1535, den Satz: Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme, den wir noch zutreffend für unsere Aktivitäten hinzufügen. Der Mensch kann sagen, was er denkt, aber das, was er sagt, muss stimmen. Eines stellen wir klar und deutlich fest: Was wir in der heutigen Zeit zu unserer Tradition sagen, stimmt auf jeden Fall und ist unumstößlich. Victor Hugo sagte einmal: Glauben ist schwer. Nichts zu glauben ist unmöglich. Darum glauben wir daran, dass unsere Tradition, die der Volksmarine, Land- und Luftstreitkräfte sowie der Grenztruppen der DDR gewahrt werden muss und uns stets an das erinnern soll, was die NVA für die Erhaltung des Friedens in Europa und in der Welt getan hat. Die Tradition der Verbundenheit bleibt, und ebenso werden wir das Vermächtnis, in erster Linie den Frieden gedient zu haben, stets aufrechthalten. Darüber hinaus wissen wir aber auch ganz gleich, welcher Altersgruppe der Einzelne angehört. Wir sind in unserem Denken und Handeln Verbündete und werden es auch weiterhin bleiben. Halten wir fest, was uns verbindet, lassen wir los, was uns trennt. Vor allem seien wir aufrecht, ohne uns zu verbiegen. Wir, der Fallschirmjäger Traditionsverband Ost e.V., mit unseren über 400 Mitgliedern fühlen uns mit den ehemaligen Angehörigen der Teilstreitkräfte der Nationalen Volksarmee stets verbunden, denn wir haben gemeinsam in einer Armee des Friedens gedient. Deshalb werden wir auch stets an der Seite aller ehemaligen Angehörigen der Teilstreitkräfte der Nationalen Volksarmee stehen, die um die Wahrung der Tradition ihrer Waffengattung kämpfen. Einer unserer Leitsätze lautet: Hinfallen ist keine Schande, aber liegen bleiben. Das ist aber im Leben wie auch in der Fallschirmjägerei so. Und ein rollender Stein setzt kein Moos an. Wir alle sollten dieser Stein in der Traditionsarbeit sein und nicht zulassen, dass er Moos ansetzt. Wenn wir diesen Gedanken in unserer Traditionsarbeit stets vor Augen haben, tun wir denen keinen Gefallen, die möchten, dass wir liegen bleiben. Mehr noch: Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Lasst uns diese Mutigen weiterhin sein. Allen ehemaligen Angehörigen und Mitgliedern, Mitgründern der Seepolizei, Volkspolizei See, Seestreitkräfte und der Volksmarine, insbesondere den heute hier Anwesenden, aber auch denjenigen, die in den Marinevereinen aktiv tätigen, wünschen wir bei der Umsetzung zukünftiger Aufgaben des Traditionsverbandes der NVA e.V. viel Erfolg und Entschlossenheit in deren Erfüllung. Wissen ist ein Schatz, der seinen Besitzer überall hin begleitet. Wir kennen unser Wissen
zur Vergangenheit und werden jede Möglichkeit nutzen, diese wahrheitsgetreu durch unsere Traditionsarbeit darzustellen. Denn es gibt noch viele Denker bei der Darstellung der Tradition, die meinen, es stimmt nicht mehr, dass der größte Feind der Wahrheit die Lüge ist. Doch es stimmt und wird sich wohl auch in nächster Zeit nicht ändern. Deshalb ist es eine besondere Wahrheit, dass wir uns freuen, euch heute zu diesem besonderen Ehrentag beglückwünschen zu können. Für euch, all eure Mitstreiter, Kampfgefährten und auch Familienangehörigen alles Gute, beste Gesundheit und Freude an der von uns allen übernommenen Aufgabe zur Wahrung der Tradition der Nationalen Volksarmee und das Fortsetzen derselben. Im Namen der Mitglieder unseres Verbandes, die mir diese Ehre übertragen haben, überreiche ich euch als Zeichen unserer Verbundenheit und Wertschätzung symbolisch einen Teller. Wenn ich fertig bin. Möge er euch stets an unsere einzigen gemeinsamen Aufgaben zur Erhaltung des Friedens erinnern. Ein international geachtete Persönlichkeit sagte einmal, das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen. Bewahren wir uns dieses Denkmal unserer Gemeinsamkeit. Und zum Schluss zitiere ich noch einen führenden Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern, denn ich komme ja aus Rostock, ich wohne in Rostock. Und da verfolgt man die Zeitung, da habe ich das letztes Mal so vernommen, was der da sagte. Und der da sagte, Zitat, die Vergangenheit, er sagte der Deutschen Demokratischen Republik, ich ergänze das durch die Wörter der Nationalen Volksarmee, wird immer mehr an Bedeutung verlieren. Das wird so sein. Aber sie gerät nie in Vergessenheit. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich danke dem Genossen Oberst für seine persönlichen Worte und die freundlichen Gedanken. Wir nähern uns jetzt mit großen Schritten dem Ende unserer Veranstaltung. Und es ist mir übertragen worden, ein Grußschreiben von unseren früheren Verbündeten zu verlesen. An die Veteranen der Volksmarine, den Teilnehmern der Festveranstaltung anlässlich des 50. Jahrestags der Verleihung des Ehrennamens Volksmarine, an die Seestreitkräfte der DDR, teure Waffenbrüder. Wir beglückwünschen Sie ganz herzlich zum bemerkenswerten Jubiläum, dem 50. Jahrestag der Verleihung des Ehrennamens Volksmarine, durch den Nationalen Verteidigungsrat der DDR an die Seestreitkräfte der Nationalen Volksarmee, dem Erben und Fortsetzer der Traditionen der Verteidiger der Errungenschaften der Novemberrevolution. Die Volksmarine als Bestandteil der Nationalen Volksarmee der DDR hat in den Jahren ihres Bestehens einen großen Weg zurückgelegt. Sie wurde eine moderne Flotte. Die Angehörigen der Überwasserschiffe, der Marineflieger, der Küstenraketentruppen, der Spezialeinheiten und Dienste, der Nachrichteneinheiten, des Seehydrographischen Dienstes und der rückwärtigen Dienste hatten in ihrem Bestand moderne Raketenschiffe und Boote, Küstenschutz- und U-Boot-Abwehrschiffe, Räumschiffe, Flugzeuge und Hubschrauber und andere moderne Technik und Bewaffnung. Die Angehörigen der Volksmarine waren gut ausgebildet für ihren effektiven Einsatz. Die Nationale Volksarmee der DDR und die Volksmarine als grundlegender Bestandteil der vereinten Streitkräfte der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages erfüllten sicher und zuverlässig die gestellten Aufgaben zur Stärkung der Verteidigungsbereitschaft der Republik, zur Sicherung des Friedens und zum Schutz der revolutionären Errungenschaften des werktätigen Volkes. Die Kampfgemeinschaft der Nationalen Volksarmee der DDR
und der anderen Armeen der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrags wurden charakterisiert durch eine gewachsene gemeinsame Verantwortung für die Vertiefung der Waffenbrüderschaft und die Sicherung einer friedlichen Zukunft ihrer Länder und des Bündnisses insgesamt. Die Nationale Volksarmee und die Volksmarine waren Beispiele eines zuverlässigen Partners im Warschauer Vertrag. Indem die Angehörigen der Volksmarine zuverlässig ihre militärische Pflicht erfüllten, leisteten sie einen ehrenhaften Beitrag zur Festigung der kollektiven militärischen Stärke des Warschauer Vertrags. Wir bekunden ihnen unsere aufrichtige Anerkennung für ihren persönlichen Anteil an der Festigung der Waffenbrüderschaft der Armeen der Staaten des Warschauer Vertrags. Wir wünschen ihnen eine kräftige Gesundheit, Wohlergehen, Erfolge in allen Dingen zur Freude der Familienangehörigen und der Kampfgefährten, sowie die Fortsetzung der aktiven Arbeit zur Erhaltung unserer Waffenbrüderschaft und der Entwicklung guter Beziehungen zwischen den Völkern. Jetzt kommt's. Marschall der Sowjetunion Jasow, Marschall der Sowjetunion Kulikow, Armeegeneral Moiseev, Armeegeneral Lobow, Armeegeneral Schuralow, Flottenadmiral der Sowjetunion Tschernawin, Flottenadmiral Makarow, Flottenadmiral Kapitanets, Flottenadmiral Gromow, Moskau im Oktober 2010. Es sind weitere Grußschreiben bei uns eingegangen aus Ausland und Inland. Wir werden in einem Sonderdruck allen Teilnehmern die Möglichkeit bieten, sie kennenzulernen. Ich darf jetzt für das Schlusswort dem Präsidenten des Traditionsverbandes, Oberstleutnant Gürgen, das Wort erteilen. Liebe Genossinnen und Genossen, werte Gäste, Entschuldigung, heute haben wir unsere Volksmarine gewürdigt und wir sind noch tief beeindruckt von euren Leistungen und mit Recht stolz auf euch. Ich danke alle Anwesenden für ihre Teilnahme und ihr großes Interesse. Insbesondere nochmals dank den Organisatoren dieser Veranstaltung und den Grenztruppen, die ich vorher vergessen hatte, besonders in Person von Oberstleutnant Werner Wagner. Wir wünschen uns, dass alle Teilnehmer den heutigen Schwung, die Freude und die Geschlossenheit mit in ihre Vereine und Verbände tragen. Lasst uns auch in der Zukunft die militärpolitischen Höhepunkte gemeinsam begehen und so unsere Traditionen pflegen und bewahren. Danke. Eine Tradition der deutschen Arbeiterbewegung folgend singen wir zum Abschluss die Internationale. Wacht auf, verdammte diese Erde, die stets man noch zum Hunger zwingt, dass nicht die gute gerade Erde nun mit Macht zum Durchbruch bringt. Einen Tisch macht mit dem Bedränger, Herr der Sklaven, wache auf, ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger, alles zu werden strömt zu auf. Völker, hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Völker, hört die Signale auf zum letzten Gefecht.
Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Arbeiter, Soldaten, Matrosen, uns allen war's blutig bewusst. Nur eins gilt, dreht um die Gewehre und den Mördern das Knie auf die Brust. Auf allen Kommandobrücken sollt endlich Arbeiter stehen. Von allen Türmen unsere roten Fahnen wehen. So singen rote Matrosen die Weise, Reise, 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 Brüder, seid bereit, das ist unsere Stunde und unsere Zeit. Volksrepublik. Ihr Lied kann nie verklingen,